Ihr Lieben, eine lange Geschichte habt ihr mit mir zusammen ausgehalten. So viel am Stück lese ich sonst nie in einem Gottesdienst. Doch denke ich, das ist nötig und wichtig, dass man eine solche Geschichte, die auf ihren Zusammenhang hin geschrieben worden ist, auch einmal im Zusammenhang zur Kenntnis nimmt und nicht, wie es bei uns Evangelischen sonst üblich ist, in möglichst kleine Bröckchen zerteilt, die wir dann Perikope nennen und dann als Gottes Wort bepredigen. In dieser Geschichte gibt es unendlich viele Details. Ich habe sie gar nicht alle gezählt. Und keines davon ist zufällig. Ich muss mich also in der Auswahl ein bisschen beschränken, sonst bin ich hier lange, lange, lange am Reden. Als erstes will ich hinweisen auf das letzte Wort, das Jesus spricht. Es ist vollbracht. Das ist Kernsatz und Höhepunkt des ganzen Johannesevangeliums. Es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Jesus hat ausgelitten. Er gibt seinen letzten Seufzer von sich. Mehr Schmerz ist nicht zu ertragen. Das ist nun geschehen. Das ist aber die menschliche Seite. Es ist vollbracht. Vollbracht ist ein Paradox, von dem wir Menschen leben können und von dem die Christenheit bis heute lebt. Paradox, für alle, die mit so griechischen Wörtern immer ein Problem haben, Paradox ist etwas, das widersprüchlich klingt. Das Paradox ist dies. Gott, der Allmächtige, vollendet seine Offenbarung. Und er vollendet sie in Jesus in dem Moment, da er sagt, es ist vollbracht. Gott vollendet seine Offenbarung nicht dadurch, dass er all seine Gewalt auffährt und die Berge erzittern lässt und die Kräfte des Himmels ins Wanken bringt. So offenbart sich Gott nicht, sondern er offenbart sich in der letzten, tiefsten, anrührendsten, aber auch schrecklichsten Ohnmacht. Wo immer ein Mensch in Ohnmacht nach Gott geschrien hat, um Hilfe und um Rettung, der am Kreuz ist ihm nah und die Vollendung der Offenbarung Gottes ist ihm nah. Aber wohl eher so, dass alles das, was wir hier auf Erden an Bedrohung und an Qual und an Leid aushalten müssen, in das Leiden Christi eingeschrieben ist. Ich erinnere mich an den Vater eines Konfirmanden, der auf den Tod krank lag und mich bat, mich bitten ließ, er selber konnte mich ja nicht mehr bitten, ihn bei sich zu Hause zu besuchen. Und wie er zu mir sagt, ja, Herr Korsen, jetzt sehen Sie mich hier wie das Leiden Christi. Ein Mann, Vater eines Konfirmanden, also mitten im Leben von der Zahl seiner Jahre her und nicht zu der Generation gehören, die besonders fromm groß geworden ist, zeichnet sein eigenes Leiden und sein eigenes Sterben in das Leiden und Sterben Jesu Christi ein. Und sieht sich so begleitet. So, da hätten wir jetzt den Höhepunkt und Spitzensatz des ganzen Johannesevangeliums. Jetzt möchte ich ganz an den Anfang dessen gehen, was ich uns vorgelesen habe. Diese merkwürdige Szene der Gefangennahme Jesu. Also, Jesus und seine Jünger und die bewaffnete Schar, bei Johannes übrigens nicht bloß die Tempelwache, sondern offenbar auch schon römische Soldaten dabei, die bewaffnete Schar kommt und will Jesus gefangen nehmen. Jesus geht auf sie zu. Wen sucht ihr? Die Schar, Jesus von Nazareth. Ja, ich bin's. Und die Schar weicht zurück und fällt zu Boden. Sie huldigen dem, den sie gefangen nehmen sollen, wie einem König. Und es ist, als würde hier in dieser Stunde,
wo Jesus gefangen genommen wird, all seiner Bewegungsfreiheit beraubt wird, als wäre er da der Herr, der an unsichtbaren Fäden alles zieht und ordnet und zusammenfügt. Wiederum, Gott offenbart sich in der Ohnmacht, nicht in der Machtentfaltung. Und doch wird er auf eigenartige Weise wie unter seinem Gegenteil erkennbar als der, der alles in Händen hält und fügt. Zweites Detail. Pilatus befragt Jesus, also bist du nun ein König oder bist du keiner? Und Jesus sagt, ich bin ein König, aber mein Reich ist nicht von hier. Pilatus schließlich, was soll ich mit dem machen? Ja, lassen wir ihn mal geißeln, lassen wir mal die Soldaten mit ihm Mutwillen treiben. Und was machen die? Er ist ja nun König der Juden, jedenfalls als solcher von den hohen Priestern, dem Pilatus vorgestellt worden. Kleiden wir ihn zum Spott in so eine Art Purpurmantel, so ein Karnevalskostüm, setzen ihm eine Dornenkrone auf und treiben unseren Mutwillen und verspotten ihn tüchtig. Soldaten kriegen ihr Geld unter anderem dafür, dass sie solche Dinge machen. Und es gibt zwar ein Kriegsrecht, aber immer wenn Krieg ist, ist das Recht schwupps durch den Schornstein. Und es passieren dieselben Gräuel, die seit Menschengedenken passieren, wenn Menschen gegen Menschen Krieg führen. Klammer zu. Also, die Soldaten verkleiden Jesus zu einem Spottkönig und treiben ihren Spott mit ihm. Jesus lässt das über sich ergehen. Dann führt Pilatus den Jesus hinaus zu den Leuten. Und in Luthers Übersetzung sagt er, seht, welch ein Mensch. Der griechische und der lateinische Text bieten eine andere Übersetzungsmöglichkeit. Seht den Menschen. Und die ist dem Johannesevangelium näher als Luthers Übersetzung. Seht den Menschen. Ausgerechnet Pilatus der Heide stellt Jesus dar als den Menschen. Den überhaupt. Den, auf den hin wir Menschen, alle Menschen sind und ein menschliches Angesicht tragen. Den Menschen, in dem sich alles Menschsein zusammenballt und zusammenfügt zum Exemplarischen. Auch das Leiden ballt sich zusammen in diesen Menschen exemplarisch. Seht den Menschen. Und aus der Ferne erklingt der Anfang des Johannesevangeliums. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Und durch dieses Wort ist alles, was geschaffen ist, und nichts ist ohne dieses Wort geschaffen. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und zu sehen gibt es einen Spottkönig, Spottpurpur mit einer Dornenkrone. Seht den Menschen. So, Jesus am Kreuz. Ich möchte noch vorher was anderes. Jesus und die Priester. Pilatus führt Jesus hinaus, seht, welch ein Mensch. Und die Hohenpriester sehen den und schreien, Kreuzige, Kreuzige. Das muss ich jetzt ein bisschen erklären. Wenn Jesus, wie beim Palmsonntag vorgeführt, als König sich präsentiert, ist er ein Aufständischer gegen den Kaiser in Rom. Denn königliche Macht darf nur ausüben der Statthalter des Kaisers, welcher ist Pontius Pilatus. Wenn die Priesterschaft Jesus gewähren lässt, kann es sein, dass Pilatus
mit Waffengewalt diesen scheinbaren oder wirklichen Aufstand niederschlagen lässt und der Priesterschaft das bisschen Macht nimmt, das sie über das Volk noch hat. Das ist einer der Gründe, weswegen die Priester unbedingt den Jesus aus dem Weg haben wollen. Der ist für sie gefährlich, weil er ihre Machtmöglichkeiten in Gefahr bringt bei Pilatus. Es gibt noch einen anderen Grund, der ist viel weiterreichend. Jesus öffnet den Sündern einen direkten Zugang zu Gott, der keiner priesterschaftlichen Vermittlung bedarf. Das heißt, er nimmt letztlich, wenn dieser Zugang sich rumspricht, den Priestern ihre Einkommensmöglichkeiten, ihre wirtschaftliche Grundlage. Die Priester werden überflüssig. Das können die auch nicht gut mit sich geschehen lassen. Also sie müssen zusehen, dass der Jesus wegkommt und die Sache, dass er da wie ein König eingezogen ist, ist ein guter Vorwand, ihn zum Aufständischen zu erklären und bei Pilatus zu verpetzen. Und Pilatus nun diskutiert mit Jesus, bist du ein König? Das haben wir uns gerade schon angeguckt. Also nun, der Spottkönig wird herausgeführt, kreuzige, kreuzige. Und Pilatus will das auf die Priesterschaft abwälzen. Macht ihr das untereinander aus? Und die Priester sagen, ja, aber wir haben nicht die Befugnis, eine Todesstrafe zu vollstrecken. Dieser Mann hat sich zu Gottes Sohn erklärt. Das ist eine religiöse Angelegenheit, die ist bei uns unter Todesstrafe gestellt. Nur, wir dürfen sie als Priester im römisch besetzten Land nicht ausüben. Dafür brauchen wir dich. Hatte nicht Pilatus zu Jesus gesagt, ich habe doch Macht, dich freizulassen oder dich zu kreuzigen? Und auf einmal merkt der Pilatus, die brauchen zwar mich, aber wenn ich ihnen nicht zu Willen bin, dann kann das für mich und meine vom Kaiser geborgte Macht auch gefährlich werden. Dann gibt es hier einen religiös motivierten Aufstand, das kann ich nicht gebrauchen. Könnte mich hinwegfegen. Also so wahnsinnig viel Macht hat der Pilatus auch nicht, aber er kann sich wenigstens machtvoll inszenieren. Und Jesus sagt mit Recht, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Und es bleibt in Jesu offen, ob gemeint ist von oben vom Kaiser in Rom oder von oben von Gott im Himmel. Und die Priesterschaft fängt mit dem Kreuzigen. Und wir haben keinen König außer dem Kaiser. Wenn du, Pilatus, diesen freilässt, bist du nicht mehr des Königs Freund. Das ist die handfeste Drohung. Wir, Priester in Jerusalem, verpetzen dich beim Kaiser in Rom. Dass du einen solchen König gewähren lässt, dann bist du, Pilatus, deinen schönen Statthalterposten los, mitsamt den Einkünften, die daran hängen. Ja, so viel zur Macht des Pilatus. Und wir haben keinen König außer dem Kaiser. Und das ist etwas, das durchzieht die Religionsgeschichte, dass immer wieder die religiösen Führer und die staatlichen Führer gesehen haben, wie sie einander zuspielen und zuarbeiten, aber auch, wie sie einander ein bisschen von der Macht abknapsen und ihre eigene Macht auf Kosten des anderen ausbauen. Das durchzieht die Geschichte. Wir haben das im Geschichtsunterricht gehabt, der Investiturstreit und diese ganzen Geschichten zwischen Papst und Kaiser im Mittelalter, Barbarossa und so weiter, mancher hat noch dunkle Erinnerungen. Aber ich denke an unsere evangelische Kirche auch. Bei uns war doch bis 1918 auch der Wahlspruch, wir haben keinen König, denn den Kaiser. Gerade wir Evangelischen, Thron und Altar waren bei uns doch engstens verbunden. Naja. Manchmal sind ja unsere Kirchenoberen noch heute, unsere evangelischen Kirchenoberen, in der Art, wie sie sich äußern, sehr staatstragend. Und ich grinse mir immer eins, mir fällt diese Szene ein, wir haben keinen König, denn den Kaiser. So,
Jetzt habe ich Ihnen noch einen Ausflug in die Kirchengeschichte zugemutet, eigentlich nur um zu sagen, diese enge Verwandlung von Religion und Macht hat unserem Christentum in Deutschland nicht gut getan. Und wir merken das. Wären wir Christen frühzeitig den Bund mit der Ohnmacht eingegangen, wir wären heute eine Graswurzelbewegung, die von unten her das Reich Gottes feiert. Aus der Position der Ohnmacht. Vielleicht würden wir deutlicher gehört, als so, wie wir heute aufgestellt sind. Aber das weiß ich nicht, denn es ist ja nicht, wie ich mir gerade Ihnen vorstelle, dass es sein könnte, sondern es ist ja, wie es ist. Und am Ende bin ich wieder bei dem, es ist vollbracht. Es ist vollbracht und doch ist es uns Menschen immer ein Widerspruch und schwer verdaulich bis unverdaulich. Gerade wenn wir in Bedrängnis sind, hätten wir gerne den Gott, der machtvoll dreinschlägt und uns errettet, aber wir haben den Gott, der sich dem Ohnmächtigen an die Seite stellt und ihn nicht vom Kreuz holt, sondern bis zum letzten Atemzug das Leiden durchleiden lässt. Aber wir haben noch was anderes. In Jesus sehen wir, dass der, der das Leiden bis zum letzten Atemzug ausgekostet hat, des Leidens und am Ende auch des Todes Herr geworden ist. Das Auferstehungsleben ist nur zu kriegen um den Preis des sterblichen Lebens. Und das ist für uns eine große Stärkung, wenn es für uns hart wird. Wir sehen auf Jesus, der hat uns vorgemacht, des Leidens Herr wirst du nicht dadurch, dass du drumherum läufst. Des Leidens Herr wirst du nicht dadurch, dass du davor wegläufst. Des Leidens Herr wirst du, dass du hindurchgehst. Und Jesus ist vorangegangen, hat den Weg frei gemacht. Ist das nicht wunderbar? Daraufhin kann man doch ein Leben wagen und ein Leben bestehen, und zwar gerade ein Leben dann, wenn es nicht leicht und wohl abgesichert daherkommt, sondern schwergängig wird, ungesichert wird. Es lohnt sich, immer wieder auf ihn zu blicken, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der in seiner letzten Stunde sagte, es ist vollbracht. Und es lohnt sich, den Widerspruch auszuhalten, dass Gott sich da offenbart, nicht wo die Macht ist, sondern die Ohnmacht und das Erleiden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.